Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wir freuen uns, diese Partie für Sie begleiten zu dürfen. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Bei Ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie werden das Spiel heute breit machen wollen, denke ich, mit dem 4-3-3. Er lässt, stark gemacht, das könnte was werden. Ducha. Und er schießt. Und da ist das Tor. Da hat der Torwart es ihnen aber auch leicht gemacht. Ja, was er sich dabei gedacht hat, ist mir ein komplettes Rätsel. Sieht total einfach aus in dieser Situation, aber entscheidend, man muss genau hier stehen. Nur 5 Minuten hat es gebraucht, da ist hier das 1:0 gefallen. Nun Rodriguez, Einwurf. Das ist Tonali. Fällt das Tor doch noch. Noch ein Tor. Was für ein Lauf. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Klasse Aktion. Er ist da hellwach, holt sich den Ball und macht ihn dann doch noch rein. Für den Keeper natürlich bitter. Das 2:0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Rinja. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Und nun Luis Gustavo. Max Kruse. Da kommt er nicht richtig dran mit dem Kopf. Ball geht vorbei. Da fehlen ihm vielleicht ein paar Zentimeter, sonst hätte es gefährlicher werden können. Verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Jela Vogi. Kann er den Ball behaupten? Vierinha. Ein guter Doppelpass. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Lavogi. Und nun Luis Gustavo. Jetzt Kruse am Ball. Und jetzt ein Schuss. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Und Dante. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Und jetzt haben sie den Ball. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Jela Vogi, Vierinha. Er schaltet sich immer wieder vorne mit ein. Das ist eine seiner Stärken, oder Buschi? Auf jeden Fall, Wolf. Somit haben Sie eine weitere Option in der Offensive. Und für den Gegner ist das natürlich schwierig auszurechnen. Ein gelungener Pass. Und nun ein Schuss. Kein Tor, er setzt den Ball daneben. Westergaard. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich.
Super gemacht, den klärt er hervorragend. Der Einwurf könnte ihnen jetzt eine Chance einbringen. Sie bieten sich an und klasse durchgesetzt. Schussversuch. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Eckstoß also. Keeper war dran. Er faustet den Ball weg. Estunali. Der geht genau auf den Torhüter. Maximilian Arnold. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Ilavogi. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Super Aktion! Er versucht einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz. Obwohl er solche Dinge immer wieder versucht. Das könnte die Gelegenheit geben. Da ist er plötzlich völlig blank. Aber was ist denn das für ein Abschluss? Ja, den setzt er auf jeden Fall mal ein gutes Stück neben das Tor. Das kann er besser. Vestergaard. Vierinha. Maximilian Arnold. Und der Pass! Super Kopfball! So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschuss leicht. Klasse gemacht. Und da haben wir es nochmal. Das Kopfballtor, Buschi. Ja, Wolf, da hat's gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt. Klasse. 2-1, hier ist noch alles drin. Das schießt er ihn rein. Super Einsatz vom Torhüter. Zur Ecke abgewehrt. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Und jetzt der Schuss. Da passt der klasse auf. Und er schießt. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Nun Rodriguez. Galvez. Drei Treffer. Also, wenn Sie an die erste Hälfte anknüpfen, dann können wir uns freuen. Zweite Halbzeit beginnt. Schuss! Und da ist das Tor! Und da macht er sein zweites Tor. 3-1 heißt es also jetzt. Arnold. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ucha. Brillant gemacht. Der letzte Pass war da entscheidend. Sie nutzen ihre Überzahl und dann ist auch der Torhüter machtlos. Ja, 2-1, da kannst du als Torwart nur darauf hoffen, dass vielleicht das Abspiel schlampig kommt. Also hier sieht man nochmal ganz deutlich, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Da kommt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ah,
Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Öztunali! Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Da geht er vorbei. Da bekommt er Unterstützung. Da zieht er ab und er ist drin. Da kam der Keeper nicht mehr richtig an den Ball. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Ist er schwer vom Ball zu trennen? Er setzt sich hier gegen alle durch. Und jetzt ein Schuss. Da hatte er den zweiten Treffer auf dem Fuß. Dieses Mal ist es nichts, aber eine gute Aktion. Jetzt wird er hier erlöst, Buschi. Er darf runter. Leider keine so gute Leistung heute, folgerichtig die Auswechslung. Und damit ist der Ball weg. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Legt sich den Ball hin, gleich kommt die Ecke rein. Und der Ball ist erstmal geklärt. Ilavogi. Das war die Chance. Da hätten sie mehr draus machen müssen. Junusovic. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen den Hamburg SV. Das hat doch das Zeug zum Klassiker, wenn du mich fragst. Und da kommt er an den Ball. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Jetzt schießt er. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Jetzt Eckball. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Macht er ihn. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Uca. Ganz stark. Schuss. Tor. Ganz stark gemacht. In der Wiederholung sehen wir es nochmal. Den muss er natürlich machen. Klar, der Torhüter war raus aus dem Tor. Dann hat er natürlich leichtes Spiel. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Nun Schürrle. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Luis Gustavo jetzt. Der Ball ist im Aus, es gibt Abstoß. Vestergaard. Super durchgesetzt. Und nun ein Schuss. Die kann er einfach, diese Schüsse aus der Distanz. Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Da ist er aufmerksam.